Besondere an Wilhelmsburg ist dieses Unaufdringliche. Also es hat keinen richtigen Schick, es hat keinen richtigen Style. Es ist nicht so, dass alle Leute hier sich toll vorkommen, nur weil sie hier wohnen. Sondern es ist ein ganz schlichter Ort, wo man auch Leute trifft, die nicht zickig sind und die direkt sind und die warm sind. Es ist so eine ganz eigenartige Mischung, die vielleicht manchmal auf dem Dorf existiert und die hier in Wilhelmsburg existiert. Ich habe mal vor vielen, vielen Jahren gelernt, als ich hier gearbeitet habe, dass das Problem von Wilhelmsburg nicht Wilhelmsburg ist, sondern der Ruf von Wilhelmsburg. Und da hat sich schon was getan in den letzten Jahren. Ich finde immer, das, was viele Leute hier als so ein Negativ-Image sagen, ist das, was man in den Urlaubsorten immer besonders malerisch und besonders schön findet. Entscheidend ist schon, dass es hier diese Nähe von Wohnen und Arbeiten möglich ist, dass es hier möglich ist, noch viel Grün zu haben, viel Wasser zu haben, trotzdem stadtnah zu sein. Und wahrscheinlich kommt man in so einer Stadt wie Hamburg nicht drum herum, dass Leute hier sowieso auch mit Grundstücken oder Wohnungen oder so spekulieren. Und von daher glaube ich schon, dass es Zielgruppen gibt, die werden auch immer weiter verdrängt. Aber da muss man insgesamt städtebaulich was dagegen machen. Und das kann man nicht auf einen Stadtteil beschränken. Ich glaube, das ist überall so. Der nächste Stadtteil ist vielleicht Hamm oder Rothenburgsort oder Billstedt, der dann auch wieder attraktiv wird. Ich habe neulich eine Kundin gesagt, sie hat Kinderwagen draußen gelassen und der Sohn hat da drinnen geschlafen. Und ich bin reingekommen und habe gesagt, du, dein Sohn träumt gerade in verschiedene Sprachen. Und darüber hat sie gelacht und deshalb ist Wilhelmsburg so schön. Wilhelmsburg ist für mich Multikulti zu sein. Ich kann draußen sitzen und hier sind mehrere Sprachen zu Hause. Das ist wunderbar. Jeder Mensch, der hierher kommt, hat diese Veränderung mitgebracht. Und jeder Zusätzliche, der hierher kommt, bringt zusätzliche Veränderungen mit. Und deshalb ist Wilhelmsburg so gut, so schön für mich. Ich mag Wilhelmsburg, ich bin gerne in Wilhelmsburg. Die Entwicklung der letzten Jahre passt uns sehr. Die hat uns eigentlich auch ein bisschen gerettet. Also es hat sich ja viel entwickelt seit ungefähr 10 Jahren, Sprung über die Elbe, Ole von Beust und Konsorten, Anfänge von IBA und IGS. Vieles, was angestoßen wurde in den 90er Jahren, hier aus den Bürgerinitiativen, ist ja umgesetzt worden. Und das ist für uns lebenswichtig. Also ich glaube, den Laden würde es vielleicht nicht mehr geben, wenn es diese Veränderung nicht gegeben hätte. Ich glaube schon, dass man heute ein bisschen schlauer ist und vielfach wirklich versucht, diese Prozesse zu begleiten. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Und sonst ist meine Erfahrung aus Eppendorf, wenn diese Stadtteile tot sind, dann ziehen die Leute, zieht die Meute auch wieder weiter und kauft woanders. Es werden auch Leute irgendwann Schwierigkeiten haben, hierher zu ziehen. Deswegen brauchen wir auch neue Häuser. Also das ist leider so. Sonst sterben wir mit der Zeit aus. Also wir müssen so ein bisschen auch gucken, dass die Mieten nicht zu doll steigen und dass ein bisschen auch neu gebaut wird an den Ecken, wo das auch geplant ist. Das halte ich für wichtig.